Was sind denn die negativen Hauptgewohnheiten erfolgloser Menschen? Faulheit? Erstens. Zweitens Phlegmatismus. Dritte Eigenschaft erfolgloser Menschen. Sie haben wenig Wissen. In der Erfolgsformel fehlt noch ein Part, der vierte Part. Es fehlt das Wissen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich kann doch glauben, was ich will. Ich kann fleißig sein. Ich kann rennen 18 Stunden am Tag. Ich weiß, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Gleich dazu noch mehr. Also erstens faul, zweitens phlegmatisch, drittens wenig Wissen. Sie lernen nichts. Und viertens, diese Menschen sind komplett unstrukturiert. Sie leben einfach so in den Tag hinein. Sie gehen früh auf die Arbeit und sie arbeiten 8, 10 Stunden, je nachdem, fleißig. Am Abend haben die gearbeitet, sind fix und fertig, aber sie haben nichts bewegt. Da wurden die E-Mails angeguckt, da hat man die Prospekte gewählt, das Eingangskästchen wurde durchgearbeitet, ist auch leer geworden, aber abends ist es dann wieder voll. Irgendwie abends kommt man nach Hause, zwei Dinge sind passiert. Erstens, wir haben gearbeitet wie ein Pferd, wir sind fertig, wir sind müde, wir können nicht mehr. Das Zweite, was passiert ist, die wichtigen Dinge sind irgendwie nicht erledigt worden. Ja gut, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen. Morgen, morgen. Morgen, morgen mache ich es. Morgen, morgen. Morgen geht es wieder los. Das heißt, das sind Menschen, die sind unstrukturiert. Die haben keinen Plan. Die haben keine Strategie. Die haben keine Technik. Die fangen mit dem Unwichtigen an und lassen das Wichtige liegen. Weil es aber so eine Menge Unwichtiges gibt. Den ganzen Tag. Telefon klingelt, noch eine E-Mail. Komm, macht's bing. Einige haben ja sogar den Computer so eingestellt, dass sie hören, dass eine E-Mail kommt. Gehörst du dazu? Klingelt es bei dir? Bing. Das machen einige gerne. Bing. Hurra, ich kann wieder eine E-Mail lesen. Super. Ha? Herrlich. Ja, was gibt es Neues in Timbuktu? Mensch, und die Chinesen schreiben mir auch schon eine E-Mail. Ja, toll. Also Menschen lassen sich dermaßen viel ablenken, weil sie unstrukturiert sind. Aber das Hauptproblem bei allem ist das Wissen. Was glaubst du, was sind die vier größten Feinde des Verkäufers? Zu dieser verraten? Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Ja, mal ganz ehrlich, im Winter zu verkaufen ist schwer. Ne? Es ist kalt, Eis, Schnee, Leute, wir hatten da Zeit, keiner kommt in die Geschäfte. Im Winter kannst du nicht verkaufen. Dann kommt Karneval, da kommt auch keiner in seinen Urlaub. Dann bereiten wir uns langsam auf Ostern vor. Dann, oh Gott, da ist der März so schön, alle im Garten. Wie willst du denn da was verkaufen? Kommt doch keiner. Brauchst niemanden anzurufen. Sind alle im Garten, machen den Garten, schneiden, vertikutieren den Rasen. Und dann kommt Ostern, sind die alle weg. Alle sind im Osterurlaub. Ja? Und so geht es weiter und weiter. Ja, und das Jahr ist bald irgendwann vorbei und wir haben immer eine schöne Ausrede, ob es jetzt der Sommerzeit ist oder etwas anderes, ist vollkommen. Wir haben immer eine Ausrede, warum es wieder mal nicht funktioniert hat. Urlaubszeit. Fast alle Verkäufer glauben, wenn in ihrem Bundesland, wo sie sitzen, wo sie ihre Kunden haben, wenn dort Ferien sind, dann lohnt es sich ja gar nicht, dort richtig zu verkaufen, weil die sind ja eh alle in Urlaub. Merkwürdigerweise, wenn du in Frankfurt vorbeifährst, während die Hessen Urlaub haben, ist früh um 9 immer noch Rush-Hour. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht fahren ein paar Autos weniger. Vielleicht stehe ich nicht eine Dreiviertelstunde in Stau vor München, sondern bloß eine halbe Stunde. Aber früh in München im August ist immer noch Stau früh. Statistisch gesehen sind nie mehr als 25% in einem Bundesland gleichzeitig in Urlaub. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen einem angeblich guten Mai zum Verkaufen und dem angeblich schlechten Juli oder August, wo alle in Urlaub sind, ist, ich muss vielleicht 25% mehr Anrufe machen, um einfach mal einen Termin zu bekommen. Das ist alles. Aber dazu kommen wir gar nicht, weil wir erst gar nicht den Hörer in die Hand nehmen, weil wir erst gar nicht anrufen, weil es hat ja eh keinen Wert. In diesen 4, 6, 8 Wochen, da kannst du es mal ein bisschen ruhiger machen, da kann ich aufarbeiten. Dann im September geht es dann wieder los. Im September passiert was, ich bin krank, es ist sonst. Wir werden immer Ausreden finden dafür, warum es nicht funktioniert. Hör auf, Ausreden zu finden. Der einzige Mensch, der verantwortlich ist dafür, ob du erfolgreich bist oder erfolglos, bist du selbst. Sonst niemand. Du bist verantwortlich für deinen Erfolg. Niemand sonst. Du entscheidest, was zu tun und du entscheidest, etwas nicht zu tun. Lieber Erfolgsfreund, geh jetzt gleich am Ende des Videos auf die Internetseite www.erfolg.ag. Dort warten tolle Überraschungen, tolle Geschenke, ein Buch-Download, eine CD zum Downloaden, eine DVD zum Downloaden auf dich. Also nicht lange zögern, gleich reagieren. www.erfolg.ag, die Seite mit den tollen Gratis-Begrüßungsgeschenken für jeden Erfolgsfreund. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Höller.